Verstehst du? Weiter geht's mit Dead Space 3. Ja. Ja. Und einem Partner, dessen Gehirn nur noch aus 4 Gehirnzellen besteht. Ja. Weil eine gerade Suizid begangen hat. Mhm. Ich habe gerade Tränen in den Augen. Ich habe den Generator gefunden. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich hinkomme. Verstanden. Ich würde mal sagen, da die Leiter hoch. Mhm. Ich hätte eigentlich erst auf das gelbe Ding geschossen, aber... Da weißt du, ich mach's was. Gewalt ist nicht immer die Lösung. Meistens aber immer nicht immer. Und immer öfter. Bleibt weg, ihr Beine. Das macht eigentlich keinen Sinn. Beine können nicht selbstständig agieren, weil sie kein Gehirn haben. Hühner? Das ist genetisch bedingt. Also du möchtest sagen, dass Hühner und Nekros irgendwas zusammen zu tun haben. Vielleicht funktionieren Nekros wie Hühner. Ja, allerdings bei den Hühnern darfst du doch den ganzen restlichen Körper außer den Kopf. Und bei den Nekros da. Ja. Es ist halt nur die Beine, deswegen wäre ich jetzt verwirrt. Okay, ich bin jetzt hier, aber ich habe keinen Saft. Geil. Wo soll ich jetzt Strom herkriegen? Aber ich hätte so eine Idee. Man kann auch bekanntlich aus Bananen Strom kriegen. Das oder Pflanzbananen oder doch was anderes. Also, hier muss irgendwo eine Batterie sein. In Form keiner Banane. Oder ich hab's schon übersehen. Wer weiß. Oder das. Obwohl ich nicht wüsste, wie du die von hier unten nach da oben kriegst. Pium. Dann, good luck. Wahrscheinlich bist du schon dran vorbeigerannt, aber das hast du nicht gemerkt. Well. Yep. Bist du. Du hast meinen Kumpel getötet, ich lauf lieber weg. Du Noob! Nein, weg mit dir, gekuschelt wird nicht! Ich glaube, er wollte mehr als das. Er wollte dein Freund sein. Wie die schlittern. Ich bin schon wieder ziemlich voll. So, ein mit dir. Wie gesagt, einfach reinschießen. Wie es bei mir gerade aussah, du bist hingegangen, hast geklickt, es kam dieses Dunk, diese Dunk-Animation, Batterie war weg.
So, sorgen wir mal für Strom. An! So viele Funken sind normalerweise nicht gesund. Okay, der Ofen ist an. Wie sieht's von dort aus? Ich muss es wissen, ich bin Mechatroniker. Sonst noch wer? Ich denke nicht. Ah, ich kann ja einfach hier raus. Schön. Jetzt geht ja die Tür wieder. Übrigens, ich hab's dir ja gesagt, dass der Bohrer seine Cousins auf dich hetzt, aber nein. Was ist das hier? Na klar. Ich weiß, es sind komische Cousins, aber... Naja. Man muss den Cousin nicht immer ähnlich sehen. Du hast eine Fantasie, ey. Isaac, ist alles in Ordnung? Sehr gut. Hey, danke, dass du dich nicht von Robert provozieren lässt. Er ist im Moment nicht er selbst. Norton meint nur, ich bedeute Ärger in vielerlei Hinsicht. Aber ihr braucht mich für die Mission und darum bin ich hier. Und, naja, ehrlich gesagt hatte ich gehofft... Ellie? Ist das Isaac? Wie schön. Plaudert ihr nett, ja? Er sagt, dass er die Ofenanlage in Gang gebracht hat. Er ist jetzt auf dem Rückweg. Isaac, wir sehen uns bald. I want to kick his ass. Like, ich hab, really hard. Ja, ich glaube, das kannst du gleich, weil es jetzt während der Fahrt gespeichert hat. Ich will ihm sowas von in den Arsch treten. Cool. Ich bin eigentlich schon viel zu lange auf dem Keks. Isaac, die Wärmetauscher sind jetzt hochgefahren. Trotzdem taut das Ding nicht auf. Stimmt was mit dem Mechanismus nicht? Ich glaube, er ist festgefroren. Vielleicht bekomme ich ihn frei, wenn ich den Druck in den Rohren anpasse. Augenblick. Ich glaube, du brauchst eine bestimmte Reihenfolge. Ah, 4. Nö, hä, was? Du warst nicht schnell genug. Ich verstehe es ja auch nicht. Hier leuchtet. Die wird betätigt. Nichts passiert. Doch, es geht weiter runter. Oder so ähnlich. Hä? Einfach mal alles ausprobieren. Also 4 ist es nicht. Ich glaube, die 2 kannst du weiter drehen. Nicht. Oder muss ich... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was wollt ihr von mir? Gebt mir irgendwo einen Hinweis. Irgendwo. Wahrscheinlich bist du schon dran vorbeigerannt. Normalerweise gibt es irgendwie Hinweis oder es ist... offensichtlich, aber hier? Ah, ich glaube, ich verstehe das Konzept. Schön, ich nicht ganz. Weil, wenn du da jetzt dran drehst, siehst du, was da auch rauskommt. Jo, und?
Ich glaube, dass du dann noch die anderen in der richtigen Reihenfolge finden musst. Weil siehst du, es kommt da Rauch raus und da kommt keiner raus. Ja schön, das Ding leuchtet aber auch auf. Und das Ding sinkt einfach immer nur ab. Gerne würde ich jetzt nachlesen, was ich hier zu tun habe. Nein. Aber ich kann ja hier nicht durchschalten. Welchen Grund auch immer. Du leuchtest. Mach was. Ja, das hätte ich in diesem Augenblick auch gesagt. Blödes Rätsel! Blödes Rätsel! Ganz ruhig, Isaac. Ich glaube immer, dass es eine bestimmte Reihenfolge gibt. Ich frage jetzt, wie lautet sie? Und wie kommt man da drauf? Nein, nur. Irgendwie scheint nicht das Richtige zu sein. Hier sind wir 10% und sinken. Wieso? Weil wegen Baum. Aber es muss doch einen Hinweis geben. Gib mir einen Hinweis. Persönliches Log, Dr. Elsevier. Ja, wird das Ding das Nexus-Experiment ist ja einfach unglaublich. Wie geil wäre es, wenn jetzt hier der Doktor hier wäre. Der wüsste, was zu tun ist. Tja, der Doktor ist aber nicht da. Leider. Ich meine, he has a goddamn time machine. How comes he isn't here when I need him? He only has a time machine, not a teleporter. Es ist eine TARDIS. Time and Relative Dimension Spaceship Gedöns. In Form einer Telefonzelle. Es kann durch Zeit und Raum fliegen. Also, warum ist er nicht hier? Vielleicht zu beschäftigt damit, die Daleks zu bekämpfen oder so ähnlich. Nichts ergibt hier irgendwie Sinn. Ach, duh. Hätte ich dir auch sagen können. Aber was bezüge ich da, dass ich hier einmal dran drehe? Ich verstehe es nicht. Der halbe Part ist jetzt schon draufgegangen, allein hier für ganz viele Fragezeichen, die über meinem Kopf hängen. Was passiert eigentlich? Weil du machst doch immer nur ganz kurz Chinese, ne? Hm. Was ist, wenn du gedrückt hättest? Oh. Ups. La di da di da. Ich dachte halt, man muss da nur einmal kurz dran drehen. Aha.
Nein, komm. Okay. My bad. Mein Fehler. Ich nehm's auf meine Kappe. Mhm. Aktivieren. Hey, ich glaube, das hat geklappt. Ja, die Innentemperatur steigt. Und ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Die wären? Kommen Sie zum Observationsraum. Ich erkläre alles weitere unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört, aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Ich auch. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, nachdem ich hier so viel Zeit verschwendet habe. Naja, bis dahin. See ya, Leute. Ciao.